Ja, da sind wir zurück, frisch aus der Sommerpause für euch mit Fritz und Stroh und der großen Saisonvorschau zur Bundesliga-Saison 24/25. Wir werden im ersten Teil über 9 Vereine der Bundesliga schon sprechen, ne? Unter anderem dabei der BVB. Wir werden über Heidenheim sprechen. Wir werden auch über den amtierenden deutschen Meister Leverkusen sprechen. Was sind für Transfers gelaufen? Läuft's weiter gut? Läuft's weiter schlecht? Wie sieht's da aus? Und natürlich wie immer auch so ein paar kleine Specials. Welche denn zum Beispiel, Michael Strohmeier? Ja, wir haben kleine Dienste, große Transformationen, Namensänderungen und bei allem muss man sich fragen, wieso haben wir eigentlich über Danny DeVito gesprochen? Das werdet ihr erfahren in der aktuellen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Fritz und Stroh, die Fußballshow. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fritz und Stroh, die Fußballshow. Frisch aus der Sommerpause. Zurück für euch am Mikrofon. Und ja, mir, wie immer zugeschaltet, Michael Strohmeier. Grüß Ja, dich. Servus, Erholt siehst du grüezi. aus, Und das Mensch. ist einfach gelogen. Das ist eine, wie kann man im zweiten Satz der neuen, sagen wir mal, Staffel, ja? Ja. Wie kann man schon mit einer infamen Lüge beginnen? Ja. Das ist doch so ein deutscher Höflichkeitsklassiker. Ja, Ne? Aus dem absolut, Urlaub sagt man, absolut. Mensch, siehst du erholt aus. Wenn Ja. einer weiter angereist ist, fragt man, wie seid ihr gefahren, wo habt ihr geparkt? Das sind Ja. deutsche Das Höflichkeitsfloskeln. stimmt, aber das setzt halt voraus, dass wir im Urlaub waren. Aber wir haben es ja hier schon ein paar Mal gesagt, das ist ja, wir haben ja keinen Urlaub, sondern wir Nein, gehen ja wir arbeiten immer normal durch. arbeiten. Wir gehen ja normal arbeiten, wir haben halt nur sonntags weniger zu tun. Ja, Also so. ja, nee, ich bin top erholt. Ich habe mich auch nicht so wirklich mit Fußball beschäftigt die letzten Wochen nach der EM. Ich gehe Wozu jetzt auch? auch, ja. Und jetzt auf, das ist halt so ein bisschen so Prüfungsmechanismus. So Ja. 2 Wochen lang gesagt, naja, ist ja noch so viel Zeit und jetzt ist Stichtag. Und Auf ja. Lücke gelernt, wie immer, ne? Wie West Ham. Hoppla, ja. Ja, aber ich muss sagen, was mir direkt aufgefallen ist, gerade auch im Vorlauf, ist, du bist wahrscheinlich nicht unbeabsichtigt gekleidet. Ist Also nicht nur richtig. unbeabsichtigt bekleidet, sondern du hast dir Ja. sicherlich auch was dabei gedacht. Ja, ich dachte mir, ich bringe hier mal einen ultra brutalen Fit auf die Karte, um hier direkt mal die jüngeren Leute auch sprachlich abzuholen. Mein Gott. Was ist der Ja. Mann am Kochen? Ja, das ist die große Frage. Ja, ich habe meine Sommerpause gut genutzt, kann man sagen. Ich habe mich dazu entschlossen, in den Fußball zurückzukehren. In den Ja, Kreisliga-Fußball. Ich bin das zurückgekehrt. größte, Ja. ja, das größte Comeback Ich seit weiß wem? nicht. Backstreet Boys, Ja, Take That. kann man sagen. Kann man sagen, ja. Das ist ein Vergleich, der von der Größe her auf jeden Fall hinkommt. Ja, ich bin wieder zurückgekehrt zu meinem alten Heimatverein Rot-Weiß-Lindorf. Da wurde eine dritte Mannschaft gegründet mit meinem alten Trainer Udo, der dort die Liebe Mannschaft Grüße. übernommen hat. Liebe Grüße, ja, du hast damals auch noch unter ihm trainiert, vor vielen, vielen Jahren. Vor vielen, vielen Jahren, aber nur wenige Wochen. Ja, eine Trainerlegende in Ratingen, kann man Ja. sagen. Und wenn der gute Mann ruft, dann kommen natürlich die ganz großen Namen, unter anderem meiner. Und da habe ich mir gedacht, komm, für eine Saison schnürst du nochmal die Stiefel. Kreisliga C, die allerletzte Liga, tiefer geht's nicht. Absteigen kann man nicht, das ist das Gute daran, ne? Es kann nur aufwärts gehen. Ja, und nochmal schön ein bisschen kicken und natürlich das drumherum genießen, ne? Das gute Ja. alte Drumherum der Kreisliga. Wir haben schon so viel in unseren Medienkarrieren über die Kreisliga gesprochen. Wir haben Kreisliga-Podcasts früher gemacht. Wir haben auf der Bühne über die Kreisliga gesprochen. X-Formate darüber gemacht. Und ja, diese ganze Leidenschaft, dieses Herz noch mal ein bisschen ausleben, das ist schon schön. Da habe ich Bock drauf. In der Kabine sitzen, Bier trinken, Scheiße labern, bisschen kicken. Das ist geil. Wie lange hast du jetzt Pause gehabt? Boah, ich habe, glaube ich, letzten 7 Jahre, 7, 8 Jahre nicht mehr aktiv im Verein gespielt. So Also lang ist ja, das schon echt sehr her? lange. Ja. Ich hatte Boah. meine, glaube meine allerletzte aktive Saison, da haben wir bei FUMS angefangen mit Podcast. Fuck. Ich dachte irgendwie, du hättest nebenher trotzdem noch
Ja, nur so ein bisschen Altherren. Altherren habe ich gekickt, Ja. aber auch nur sehr, sehr unregelmäßig und nicht wirklich strukturiert. Ansonsten gar nicht mehr. Aber das merkt man auch. Das kann ich dir sagen. Ne? Wenn du da mal wieder die Kickstiefel anhast und da mal wieder auf so einen Kunstrasen gehst und mal wieder ein bisschen Gas gibst, da machen aber nach spätestens einer Stunde sagen die Muskeln so, Freunde, Ladenschluss hier an der Stelle. Ja, und Jetzt da muss erstmal ich gut sagen, hier. da muss ich sagen, es hat sich etwas zugetragen, was ich auch schon eigentlich seit Jahren ankündige, aber nie wirklich gemacht habe. Und jetzt ist es passiert. Ich bin nämlich auch wieder in den zumindest regelmäßigen Betrieb eingestiegen, in die gerade von dir schon erwähnten, also nicht in die gleichen, aber habe mich einer alten Herren, nein, man nennt es ja Ü32, einer Ü32-Truppe angeschlossen und gehe jetzt auch wieder regelmäßig kicken. Und ich muss sagen, ja, also ich weiß nicht, was es bei dir ist. Bei mir sind es die Waden. Also wenn ich wirklich viel laufe, dann geht so nach einer Stunde, einer guten Stunde, sagen die Waden dann ciao und ich fange an so zu gehen, wie Rüdiger seine Verteidigungsmoves macht. Ja, Kennst du bei mir das, wenn die Waden zumachen? Oberschenkel, ja, Echt? Wade geht, Oberschenkelrückseite bei mir, ne, der Klassiker. Da, Oh, wo die man sich Hamstrings. hinfasst, wenn's zerrt. Die pfeifenden Hamstrings. Aber Ja, absolut. Ich habe den Sasa Kalajdzic machen müssen. Aber gut. ich muss eine Erfahrung teilen, von der bin ich gleichermaßen überrascht und auch nicht. Und zwar, wir haben ja seit Anfang des Jahres und seit Beginn des Podcasts den Partner Matchday Nutrition. So. Und das ist ja Nahrungsergänzungsmittel speziell für Fußball. Wir Fußballer, wir bewerben es hier ja ständig. Jetzt habe ich natürlich Hydro meistens benutzt für die Aktivität in der dritten Halbzeit, fairerweise. Und Klar. Boost habe ich benutzt wenn ich zum Trainieren ins Fitnessstudio gefahren bin. Was auch gut geklappt hat. Was ich aber völlig unterschätzt habe, ist, wie krass Boost wirklich meine Konzentration aufrecht erhält über einen längeren Zeitraum beim Kicken. Also, das habe ich jetzt innerhalb des Jahres schon bei zwei Turnieren festgestellt, aber wusste da auch nicht, ich habe lange Pause gemacht, keine Ahnung, Turnier ist vielleicht was anderes. Aber, ey, montags anderthalb Stunden, gut, die Muskeln machen irgendwann zu, klar, ich habe auch nicht trainiert, aber der Kopf bleibt wach. Und das, finde ich, ist zumindest für mich das Krasseste, weil ich bin jemand, der sehr, wenn er außer Puste ist, dann kriegt das Gehirn nicht genug Sauerstoff und dann verlerne ich fast das Laufen. So, Ja, und aber. dann wäre ich dein Mitspieler auf dem Platz und würde dich anbrüllen: Ja, aber ich penne dann halt wirklich. Also, und ich war halt jetzt letzte Woche Montag in der Lage, über anderthalb Stunden auch auf einer, also für mich ungewohnten zentralen Mittelfeldposition, 6-8, einfach konzentriert Fußball zu spielen. Zur Wahrheit gehört dazu, in meinem Alter spielt man ökonomisch, ne? Also ich Ja, habe nicht mehr klar. jeden Sprint nach hinten gemacht und auch nicht mehr jeden nach vorne. Aber Das müssen die Jüngeren übernehmen. ich muss ganz ehrlich sagen, also für mich, und das ist ja nicht nicht Werbung im klassischen Sinne, es fühlte sich an wie Cheaten. Also es fühlte sich wirklich so an, als hätte ich gedopt. Weil Doping ich in meiner Ge für die Waden, nur für die Nur für Waden. die Waden. Nee, aber du musst dir halt vorstellen, ich war ja auch mal aktiver Kreisligaspieler und ich war nie so gut wie jetzt. Ja. Da schau her. Powered by Ja. Matchday Nutrition, ne? Nee, Da aber wisst ich ihr bin, warum. also da, ich muss Da wisst sagen, ihr ich bin warum. wirklich powered bei Matchday Nutrition. Also ich Ja. werde durch Matchday Nutrition gepowert. Unfassbar, Ich kann es wirklich. nur Dass jedem sagen, also dieser es ist Podcast hier nochmal unangenehm. so an Sportlichkeit gewinnt, wer hätte das gedacht? Ja. Und das alles vor GTA 6, ne? Ja. Unfassbar eigentlich, ey. Das Mein kannst du Gott, keinem erzählen. dieser Spruch. Übrigens, bei Boost, für alle, die es ausprobiert haben, ja, es kribbelt am Anfang auf der Haut und das auch nicht zu knapp. Wenn man das regelmäßig nutzt, gewöhnt sich der Körper ans Beta-Alanin und ist nicht mehr so schlimm. Ja, Das ist da meine schau Erfahrung her. damit. Ja, Ja. Liebe geht raus an die Kreisliga an der Stelle. Das ja, propagieren wir ja schon seit vielen, vielen Jahren, aber jetzt auch wieder mit einer gewissen Ja. Aktualitätsexpertise, möchte ich es an dieser Stelle Ja. nennen. Und wir sind natürlich auch wieder die ganze Saison für euch am Start, wenn es um die Bundesliga geht. Denn das wollen wir hier natürlich regelmäßig besprechen in diesem Format. Fritz und Stroh, die Fußballshow, wie immer jeden Sonntag für euch am Start zur Bundesliga. Heute ist aber natürlich noch nicht Bundesliga, ne? Das wisst ihr da draußen.
Die Bundesliga ist aber natürlich schon in der Vorbereitung. Das heißt, es wird fleißig trainiert, es wird transferiert und es gibt Gerüchte ohne Ende, es gibt lustige Geschichten, alles schon da gewesen. Und das wollen wir heute mal in einer Saisonvorschau für euch ein bisschen zusammenfassen. Diese Saisonvorschau hat allerdings nicht nur einen Teil, sondern Michael Strohmeier, wie viele Teile? Zwei. Es sind zwei Teile. Ja, unsere Chefs werden uns feuern, aber wir legen auf den ersten Teil noch einen zweiten Teil drauf. Komm, ja, komm. Nach der ersten Hälfte der Bundesliga werden wir uns am Ende dieser Folge denken, komm, machen wir die zweite direkt auch noch hinterher. Direkt die zweite hinterher. Nicht heute, aber am Mittwoch gibt es Teil 2. Genau. Das heißt für euch diese Woche, das doppelte Glück. Wir sind zurück, das doppelte Glück. Das in diesem Sinne Transfers, Transpiration und Transformation. Transpiration vor allen Dingen und auch ganz Transformation auch. Wenn ich mir dieses Trikot hier so ein bisschen auf der Haut mal so zu Gemüte führe, dann muss ich sagen, so viel Transpiration findet da auch nicht statt. Das ist so ein Fetzen hier aus den 90ern, muss man sagen. Ich muss sagen, ich sitze auch hier und es ist mir unfassbar warm. Ja. Aber so ist das. Aber ne, um es nochmal glatt zu ziehen, heute Folge 1, die ersten 9 Vereine der Bundesliga, Mittwoch Folge 2, die zweite Hälfte der Bundesliga, auch wieder 9 Vereine. Und wir haben es natürlich ein bisschen verteilt, wir sind jetzt nicht von oben nach unten die Tabelle durchgegangen, dass hier die größeren Vereine auch in beiden Teilen stattfinden. Das heißt, ihr könnt euch ja den zweiten Teil, keine Ahnung. Ja, eben, wenn da nur so Heidenheim und Kiel Augsburg stattfindet, Augsburg. Hören wir doch auf mit Augsburg. Das einzig Gute an Augsburg sind diese Saison die Trikots. Das stimmt. Das ist ein guter Call noch, denn da können wir schon mal ein bisschen anteasen. Ne? Wir sind ja hier der modebewussteste Fußball-Podcast in der gesamten Bundesrepublik Deutschland. Das ist euch da draußen klar. Und deswegen sagen wir natürlich am Anfang dieser Saison, es machen natürlich ganz, ganz viele da draußen, aber das einzig wahre Trikot-Ranking der Bundesliga wird es natürlich nur hier geben. Denn ihr wisst, Guido Maria Kretschmer hat von uns beiden gelernt. So, das heißt, wir sind eure Meister, was das Fach der Mode angeht, gerade in der Bundesliga. Und deswegen werden wir für euch noch das Trikot-Ranking für die erste Bundesliga machen. Wir werden für euch das Trikot-Ranking machen. So sieht's aus. Ja. Und ohne schöne Tasche gibt's auch keine Competition. Ja. Bruce Fritznell und Guido Maria Kretschmeier. Ja, so sieht's aus. Aber ohne Blackfacing, habe ich mir jetzt mal gedacht. Ja. Heute, also lass uns mal diese Saison nicht mit Blackfacing starten. Wobei Blackfacing darf man wieder. Da gab es doch bei der EM diese Holland-Fans, die sich als Ruud Gullit ins Publikum gestellt haben. Und da haben sogar die dunkelhäutigen niederländischen Spieler gesagt, dass es völlig okay ist. Und da wurde Blackfacing wieder als okay erklärt. Also, Leute, wisst ihr Bescheid. Ne? Ja. Also als Ruud Gullit wäre okay. Ja, das wäre okay, ja. Ja, genau, okay. Das kann man machen. Das ist wieder freigegeben jetzt. Ja. Bruce Daniel weiß ich nicht. Warten wir mal lieber die offizielle, das offizielle Juryergebnis ab, bevor wir da irgendwas müssen machen. Müssen wir erstmal warten, bis da ein Podcastgericht drüber entschieden hat, ob wir uns da dem Urteil dann anschließen oder nicht. Das müssen einschlägig bekannte Twitter-UserInnen bewerten, damit wir das dürfen. So, starten wir. Es ist so schön, das ist so eine richtige erste Stunde nach den Ferien-Folge. So, wir kommen erstmal wieder, wir haben ein bisschen was auszutauschen, es wird ganz viel über alles Mögliche gequatscht, aber du hast natürlich recht, der Unterricht, der muss jetzt auch wieder losgehen. Ja, natürlich, der Stoff muss ja durch, das ist das Wichtigste. Wolltest du mal die digitale Glocke läuten, vielleicht? Die digitale Glocke? Die erste. Ja, wir haben doch jetzt so Stundenglocken wieder. Ach so, haben wir die? Ja, haben wir nicht. Wolltest du hier nach 13 Minuten schon eine Pause machen, oder was? Ja, ich dachte, wir fangen hier erstmal. Brauchst du jetzt schon eine Pause? Mein Gott, ey, da erzählst du mir gerade, wie fit du geworden bist, aber nach 13 Minuten Podcast brichst du mir hier schon weg, oder was? Ist dir der Begriff Arschwasser geläufig? Tja, habe ich schon mal gehört. Aber worauf du natürlich hinaus wolltest, waren die guten alten Einspieler von uns. Ja. Da haben wir uns ein bisschen Feedback von euch zu Herzen genommen. Ihr habt gesagt, ihr wollt wieder mehr Einspieler. Und deswegen haben wir gesagt,
wir bringen euch wieder mehr Einspieler. Mehr als einer pro Folge. Das wollen wir auf jeden Fall machen. Das haben wir uns vorgenommen. Aber nicht schon nach 13 Minuten. Ne? So, ich dachte so als kleinen Start. Jetzt hier nicht so, einmal gut ding, an, ne? Also, erstmal, die Leute wollen ja erstmal ein bisschen was über Bundesliga hören. Dann machen wir ein Päuschen. Dann machen wir noch mehr Bundesliga. Nochmal ein Päuschen. Und okay. Dann okay. Machen wir noch mehr Na Bundesliga. Na gut, ich dachte, um die Leute vom Pausenhof zu holen. Aber dann machen wir das so, wie du das sagst. Ja, also du bist wer der Mann an der Technik. Wer da jetzt nicht dran geblieben ist, die 13 Minuten, den haben wir für immer verloren. Also das, den können wir auch nicht mehr zurückholen. Okay, Chef. Ja, wir fangen an mit dem BVB, auch genannt Borussia Dortmund in Fachkreisen. Mhm. Borussia Dortmund, da hat sich einiges getan auf dem Transfermarkt. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also gerade auch in den letzten Stunden, ne, also das ist ja noch gar nicht lange her, dass zum Beispiel Niklas Füllkrug seinen Abgang manifestiert hat zu West Ham United auf die Insel, in die Premier League. Ja, was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man ein bisschen in der Bundesliga gewildert hat beim BVB, ne? Ja, direkt den Finger in die Wunde legen. Ja. Der BVB hat sich in der Bundesliga ausgetobt und vor allen Dingen bei einem sogenannten Mitkonkurrenten und vielleicht sogar bei einer Mannschaft, die sogar besser war letzte Saison. Angespielt habe ich natürlich jetzt auf den Transfer von Serhou Guirassy, der vom VfB Stuttgart losgeeist wurde. Für eine kolportierte Ablöse von 18 Millionen, ja. Übrigens, ich hab noch einen Begriff, den es hauptsächlich im Bereich Fußball und Sommerpause oder grundsätzlich Fußball-News gibt. Kurios. Stimmt, kurios, ja. Das also ist auch sowas, ja. Die Transfers und kuriose Geschichten, das ist ja auch immer so ein bisschen unser Thema. Ja, das ist die große Stürmerbaustelle beim BVB. Ne? Guirassy wurde geholt vom VfB Stuttgart mit der kleinen Einschränkung, dass er die ersten 2-3 Spieltage wahrscheinlich nicht zur Verfügung steht, weil er noch eine Verletzung hatte, die beim Medizincheck aufgefallen ist. Das heißt, erstmal muss jemand anders ran vorne. Gleichzeitig war für mich eigentlich klar, dass Füllkrug dann nicht bleibt, wenn Guirassy kommt. Also ja, das war mir schon relativ klar, muss ich sagen. Ja. Jetzt ist es dann offiziell geworden. Es gab ein sehr, sehr gutes Angebot von West Ham, muss man sagen. 27 Millionen zahlen die jetzt für Füllkrug plus noch ein bisschen mehr, je nachdem, wie erfolgreich er ist, kann bis zu 30 Millionen, glaube ich, dann werden, dass der BVB dann sagt, ja, also da geht man sogar ja mit einem Plus raus, ne? Also Füllkrug verkauft, Guirassy gekauft. Das finde ich nachvollziehbar. Bei Füllkrug ist es halt so das Ding, wir haben auch während der EM drüber gesprochen, ne? Man merkt, dass die letzten 10-15% fehlen, um jetzt ein wirklicher internationaler Topstürmer zu sein, finde ich zumindest. Weil das hast du dann auch an den vergebenen Chancen leider teilweise gesehen bei der EM und in seiner Zeit beim BVB hatten wir es auch gesehen. Ja, er macht seine Tore, ja. Aber er hat halt auch dann wieder Szenen, wo man dann bei einem Topverein wie dem BVB eigentlich sagen muss, ja, da muss jetzt ein Tor her, egal wie. So, und diese Extraklasse, die fehlt ihm, glaube ich, ein bisschen. Was natürlich nicht den Fußballer Niklas Füllkrug jetzt hier komplett zunichte macht, aber ich glaube, so diese letzten paar Prozent für einen wirklichen Topstürmer, die fehlen, die könnte Guirassy haben. Ne? Ich meine, er hat so viele Tore in der Bundesliga gemacht, auch wirklich schöne Tore gemacht, den VfB da oben gehalten. Also ich kann das schon nachvollziehen, dass man von BVB-Seite sagt, wir haben mit Guirassy ein Upgrade gegenüber Füllkrug. Ja. Ja, das sehe ich auch so, dass Niklas Füllkrug dann natürlich mit seiner Rolle nicht zufrieden ist. Ist auch verständlich und dass er dann geht, ist auch irgendwie nachvollziehbar und kommt jetzt auch nicht aus dem Nichts. Die Frage ist, was macht der BVB, wenn in der Zeit, in der Guirassy nicht fit ist? Ja, da wird ja noch, zum einen sind ja im Moment noch Moukoko und Alea da. Moukoko steht allerdings kurz vorm Wechsel nach Marseille. Na, das ist jetzt noch nicht fix, aber wohl sehr wahrscheinlich. Also, dass er zumindest erstmal verliehen wird, gegebenenfalls mit Kaufoption. Alea ist noch da. Ob man den vielleicht dann sogar behält als Backup von Guirassy, könnte sogar sein. Wen man aber auf jeden Fall noch holen will, ist Maxi Bayer von Hoffenheim. Das ist jetzt ganz heiß geworden, weil man ja jetzt die Kohle von Füllkrug eingenommen hat und dann auf dem Transfermarkt nochmal tätig werden kann. Und das wäre, finde ich, eine perfekte Ergänzung zu Guirassy. Weil Guirassy ist ja ein klassischer Neuner.
der körperlich da vorne im Strafraum ist, seine Tore macht. Und Maxi Beyer ist ein spielender Stürmer mit einer großen Schnelligkeit. Hat er ja auch in der Nationalmannschaft teilweise schon bewiesen, bei Hoffenheim bewiesen. Ich glaube, 13 Tore letzte Saison, das war schon richtig stark. Ja, die der Rückrunde Bundesliga. War... Die Rückrunde war richtig stark. Genau. Und wenn man den bekommen könnte, so für 20, 25 Millionen, wie ich gelesen habe, ey, dann hat man echt ein wirkliches Upgrade da vorne im Sturm. Ich frage dich mal, weil ich es wirklich nicht weiß, nicht um dich zu provozieren, das sage ich mal von vorne weg, Ian Marzen und Jadon Sancho werden jetzt nicht gehalten, ist das korrekt? Ja, Ian Marzen ist zu Aston Villa gegangen, die haben, glaube ich, über 40 Millionen geboten für den, da konnte der BVB dann nicht mehr mithalten. Und das Gesamtpaket Jadon Sancho ist auch zu teuer, nochmal verleihen wollte Man United nicht und deswegen wird er jetzt wahrscheinlich bei United sogar bleiben. Ja, weil da war hat sich ja immer mit Ten Hag wieder versöhnt, wie man hört. Da war ja immer so die Situation, dass man gesagt hat, man braucht irgendwie Kohle, die man jetzt nicht mehr hat. So, und die hätte man ja durch, zumindest ansatzweise durch Füllkrug reinbekommen. Das kam aber jetzt gut, zu spät quasi, ja. Aber gut, man hat ja auch insgesamt 40 Mio ausgegeben, ne, für Anton und Guirassy. Waldemar Anton, der zweite schmerzhafte Transfer für den VfB Stuttgart. Oh, das gab Ärger, ne? Das gab Ärger beim VfB. Ja. Waldemar Anton, Anfang des Jahres Vertrag noch verlängert. Das große Herzenspamphlet gegenüber dem VfB ausgepackt, wie gerne er da ist und wechseln muss er nicht und ist ja eigentlich alles super in Stuttgart. Ja, und ein paar Monate später kommt dann das Angebot vom BVB. Die ziehen die Klausel, die Ausstiegsklausel, und dann ist er weg. Ja. Und die VfB-Fans sagen, Junge, so nicht. Was machen Sachen? Aber also über den VfB sprechen wir dann in Folge 2. Richtig. In Folge 1 sprechen wir über den BVB. Gut, da ist dann halt Mats Hummels abgegangen. Aber man hat ja nicht nur mit Waldemar Anton jetzt einen neuen Innenverteidiger, sondern auch einen weiteren erfahrenen Nationalspieler, deutschen Nationalspieler zurückgewonnen, und zwar Niklas Süle ist wieder da. Niklas Süle ist in der Sommerpause derartig trainiert, sich athletisiert. Der Mann, ich glaube, wenn es nach dem geht, was ich vorhin erzählt habe, dann hat der Matchday geatmet, um auf Gewicht zu kommen. Der Mann, also das, wir hatten gerade Transfers, jetzt kommt Transformation. Also, Niklas Süle ist der deutsche Cristiano Ronaldo, wenn er so weitermacht. Ist wirklich so. Wir haben ja während der EM-Folgen sogar schon zwischendurch mal drüber gesprochen, weil das so krass war. Da kamen die ersten Bilder raus, wie Niklas Süle nach der Sommerpause beim BVB aussieht. Der hat ja über 8 Kilo verloren in wenigen Wochen. Sieht auf einmal komplett in Shape aus, der Mann. Wir kriegen einfach wieder den Prime-dünnen Süle. Unfassbar. Ja. Also Dünnlass. Ja. Nünnlass. Ne? Kann man sagen. Es ist aber auch wirklich, also auf der einen Seite denke ich mir, okay, gut, dass er es gemacht hat, gut, dass er jetzt offensichtlich wieder die Motivation gefunden hat, aber dass wir jetzt so weit sind und Profifußballer schon dafür abfeiern, dass sie nicht fett sind, weiß ich nicht. Ja, aber also die Sache ist ja die... Das bare Minimum für mich, aber gut. Wir haben ja über die gesamte Rückrunde immer wieder auch gesagt, wir versuchen da möglichst, weil wir es nicht genau wissen, werden wir da jetzt zwar das erwähnen, aber auch nur in Maßen, weil wir nicht wissen, es kann auch medikamentös sein. Weiß man nicht, also tatsächlich gab es Gerüchte, dass Edin Terzic tatsächlich so angepisst war in der Rückrunde von Niklas Süle, weil er den Eindruck hatte, dass Niklas Süle immer mehr zunimmt, um ihn einen reinzuwürgen. Das ist das Heftigste. Also ich sag mal so, es wird ja häufig, jetzt kommt wieder das Wort, kolportiert, dass Mannschaften gegen den Trainer spielen oder lustlos sind, nicht zum Training kommen. Aber dass man sich gegen einen Trainer fett frisst, ist für das ist eine Dimension, da muss ich schon fast anerkennend nicken, weil ich sprachlos sonst bin. Ja, sagen, was? Das ist ein Statement. Also ich meine, du kannst ja... Ja, Edin, siehst du das? Und den Doppelwopper rein. Siehst du das, Edin? Sitzt da. Vom Fern
Fernseher. Bridget Jones. Und heißt alles. Ich will doch einfach nur Fußball spielen. Fick dich, Edin. Das hast du davon. Edin, du bist schuld. Das ist alles deine Schuld. Ja, ist das herrlich, ey. Ich liebe es. Wer weiß, ob es stimmt, aber das waren Gerüchte, die man zum Abgang von Edin Terzic dann gehört hat. Denn der BVB hat ja auch einen neuen Trainer. Das muss man natürlich auch bei allen Transfergelaber dazu sagen. Nuri Sahin ist offiziell Cheftrainer des BVB, der in seine erste Saison mit dem BVB gehen wird. Und der darf sich eben auf die ganzen Neuzugänge da freuen. Außerdem natürlich noch Pascal Groß von Brighton & Hove geholt. Mhm. Nationalspieler. Schon ein bisschen älter mit 33, aber für 7 Millionen überschaubarer Preis, finde ich. Und da holt man einen guten Mann. Also ich glaube, der wird sich gut einfügen. Ist so ein Transfer wie Sabitzer, finde ich, vor einem Jahr. Habe ich eigentlich auch gedacht, so ja, das ist einer, der wird sich direkt einfügen und hat sich ja auch gezeigt im Laufe der Saison beim BVB, gerade in der Rückrunde hat der Bären starke Spiele gemacht, zum Beispiel in der Champions League. Ja. Ich glaube, Pascal Groß wird ähnlich, also das wird passen. Mhm. Brighton wird auch nochmal ein Thema werden in der nächsten Folge, da sind wir dann wieder beim VfB. Oh ja. Da wird ja jemand gerade noch festgehalten, sagen wir mal so. Da ist jemand Geisel. Richtig. Da ist eine... Ja, und großer Name noch, den der BVB gerade auch vor zwei Tagen verpflichtet hat, Jan Couto, ein brasilianischer Rechtsverteidiger von Man City verpflichtet, der aber nie für Man City gespielt hat, finde ich auch eine lustige Story, der war immer nur ausgeliehen, den hatten sie nach Braga ausgeliehen, nach Portugal, Girona in Spanien ausgeliehen, hat aber nie für City gespielt, hat nie gereicht und jetzt haben sie ihn dann zum BVB zwar erst verliehen, aber mit, glaube ich, Kaufpflicht sogar, also der ist im Endeffekt so gut wie fest beim BVB, aber ist ein guter Mann. Ist die Digimon-Weiterentwicklung von Coutinho übrigens, ne? Coutinho, Jan Couto. Coutinho digitiert zu Couto. Das ist interessanter Neuzugang auf jeden Fall. Also es gibt noch eine Story, die ist auch schon ein bisschen was her. Aber da müssen wir drüber reden. Ja. Bundesliga-Vereine machen ja Sachen, um bekannt zu werden. Ne? Unter anderem im Trend Asia-Reisen. Ne? Ja. So. Asia-Reisen und damit meine ich jetzt nicht zum Asiaten um die Ecke, zum Mongolen oder zum Chinamann. Ja, das ist auch immer gut. Ja. Chinamann, aber egal. Die offizielle Bezeichnung von derartigen Restaurants, ja. Ja, das ist ja umgangssprachlich, sagt man ja wirklich. Ist das Vietnamese, Thailänder oder so? Keine Ahnung, nee, das ist ein Chinamann. Man gibt sich ja nicht mal die Mühe und sagt Asiate, also klar, mittlerweile, ich sag mal, die Jüngeren sagen Asiate, aber früher hatte man halt einfach Chinamann gesagt, da gab es nur China. Apropos Chinamann, erinnerst du dich an die To-Go-Boxen von einschlägig bekannten chinesischen und asiatischen Restaurants? Ja, selbstverständlich. Die sehen alle gleich aus. Das sind so weiße Boxen mit roter Schrift. Die rote Schrift ist zwar Englisch oder Deutsch, aber hat schon so eine leichte Tendenz, asiatisch auszusehen, ne? Soll so aussehen wie die Schriftzeichen, ja. Genau. Und der BVB hat sich gedacht, das ist die perfekte Schrift für unsere Trikots auf unserer Asientour. Und das finde ich unfassbar absurd. Ja, das ist einfach nur unangenehm, wirklich. Also, weiß ich nicht, ey. Das sah so scheiße aus, wirklich. Es sah wirklich aus, als wäre der neue Sponsor Asia-Palast oder so. Ja, genau. Der wie sonst immer. All-You-Can-Eat-Buffet jeden Sonntag ab 15 Uhr, jalla. Und Niklas Süle so. Im Winter bin ich wieder in Form. Ja, Nuri, stell mich auf, sonst fress ich. ganz unangenehm. Ja, also das übrigens, apropos Rückennummern, da gibt es noch eine Geschichte beim BVB, die ich unfassbar finde. Ja. Also es gibt noch einen weiteren Abgang, für den man sogar auch noch ein bisschen Kohle kassiert hat, 1,6 Millionen, Ole Pohlmann. Der hat, glaube ich, in der Endphase der Saison hat er auch mal in der Bundesliga gespielt für den BVB, eigentlich aber ein Mann aus der zweiten Mannschaft gewesen, vom BVB in der dritten Liga. Der hat es nicht geschafft in der ersten Mannschaft vom BVB, ist jetzt gewechselt nach Portugal zum FC Rio Ave. Und hat sich gedacht, so, ja, wenn ich jetzt die Liga schon wechsle, wenn ich nach Portugal komme, dann benenne ich mich auch um. Dann heiße ich nicht mehr Ole Pohlmann, sondern Olinho. Und nehme mir die Rückennummer 80. Guckt's nach bei Transfermarkt. Das ist krank. Der Mann hat sich offiziell umbenannt in Olinho. Ja. Würdest du als Maxinho rübergehen? Ich glaube schon, weil das gibt sofort Aura. Das heißt direkt 5, 6 Millionen Marktwert obendrauf, einfach nur für den Namen. Ja, bei mir ist es schwieriger.
Strominho. Michael Linho ist irgendwie ein bisschen. Miguel Linho? Ja, klar, du musst ein bisschen tricksen dann, ne, damit das auch nach was klingt. Stronaldo. Ja. Stronaldo, so wird ein Schuh draus. Ja, das wäre geil. Stronaldinho, klasse. Oder der dicke Stronaldo, ne, wie es aktuell halt ist. Je nachdem. Ja, aber Stronaldinho passt ja auch, ne? Stehgeiger, aber einen guten Fuß noch. Ja, ich nehme auch die 47. Dann. Ja, genau. Ja. Was wäre deine Rückennummer? Phone. Ich würde mir die 50 bei der 5 nehmen, weil die 50 hat niemand im Fußball. Ja. Wirklich niemand. 50? Nee, das würde niemand machen. Das ist nicht so irrsinnig groß, die Zahl, aber auch größer als die man normalerweise sieht im Fußball. Ich wette, ich finde mit einem Enterklick irgendeinen türkischen Fußballspieler, der sich gut sichert. Okay, aber das finde ich einfach geil. Real Madrid, Gareth Bale läuft mit Rückennummer 50 auf. Im Testspiel. Testspiel gegen Mailand. Ja, gut. Behalten kann er sie aber nicht. Ja, ich glaube, die Bedingungen sind auch ein bisschen anders. In Portugal ist das völlig egal. Da kannst du dich nennen, wie du willst. Kannst du auch Rückennummern wählen, wie du willst. Das geht ja in Deutschland gar nicht. Ja, da kannst du dich nicht einfach umbenennen. Da musst du irgendwie schon offiziell. Hat auch mal die 50 getragen. Ja, 50 Kilo zugelegt in der Sommerpause vielleicht. Ja. Das könnte sein. Ja. Belgische Niklas. Die 47 Süd. Und die 50, ja. Da sehe ich. Jetzt haben wir natürlich viel gequatscht über den BVB, viel. Aber wir wollen natürlich bei jedem Verein auch so ein kleines Fazit geben. So, was glauben wir denn, wo es hingehen könnte in der nächsten Saison? Also BVB, viele Neuzugänge, neuer Trainer. Ich muss sagen, ich bin positiv gestimmt. Ich glaube, wir werden einen verbesserten BVB sehen. Jetzt klammern wir mal die Champions League-Saison aus. Ich meine, die wird nicht zu toppen sein, schon klar. Aber wenn wir jetzt mal in erster Linie von der Bundesliga-Saison ausgehen, ich glaube, wir werden einen verbesserten BVB sehen. Das wird vielleicht ein paar Wochen dauern, bis das so richtig zusammenpasst und Nuri Sahin da die richtigen Ansprachen, die richtige Taktik gefunden hat. Aber ich glaube, dann wird das laufen. Der BVB wird wieder ins Laufen kommen und wir werden einen deutlich stabileren und ich glaube auch interessanteren BVB fußballerisch sehen. Da wird wieder mehr Spektakel, Vollgas-Fußball sein. Dann sag mal eine Platzierung, die du dir vorstellen kannst. Ich könnte mir vorstellen, dass man wirklich wieder um die Meisterschaft mitspielt, mit Leverkusen und Bayern drum kämpft und dann irgendwo innerhalb der ersten drei landet. Ja, glaube ich nicht. Also, glaube ich nicht. Ich glaube, Platz 4 oder 5 reiht man sich ein, auf jeden Fall hinter Leverkusen, Bayern und Leipzig. Ja, nochmal so schlecht wie letzte Saison quasi. Nein, gut, aber die Konkurrenz ist halt nicht schlecht. So, ja, also okay, man Platz spielt 5 besser. War ja schon schlecht letzte Saison. Ja, natürlich, das muss man sagen. Aber man spielt besseren Fußball, hat okay, aber auch eine härtere verstehe. Konkurrenz. Ja, gut, okay. Das könnte eine Begründung sein. Also ich gehe mit, aber dass ich es sage, passt so spielerisch nicht oder ja, doch. Wo ja, ist der Punkt? Ich glaube, dass die ersten Wochen, da gibt's die ersten Wochen gibt's so den Punktverlust und dann gibt's nochmal Mitte der Saison einen Einbruch. Also entweder Mitte oder Ende der Saison. Also 3-4 Spiele, kompletten Einbruch, wo man es abschenkt. Na? Wollen wir mal nicht hoffen? Erstens ist mir egal. Zweitens bin ich bekannter S04-Anhänger und deswegen vielleicht hoffe ich es doch ein bisschen. Ein bisschen. Das muss man einem Schalke-Fan natürlich zugestehen an der Stelle. Nächstes Jahr wieder Derby, wenn Schalke um die Euroleague mitspielt. Ja, richtig. Ihr spielt wohl bald wieder in Madrid. Wenn das so weitergeht. Champions League Halbfinale bekommen. Ja, okay, dann sind wir da unterschiedlicher Auffassung. Wird auf jeden Fall sehr spannend zu sehen, wie der neue BVB sich denn so macht in der Bundesliga-Saison. So, ich würde sagen, jetzt haben wir uns ein erstes Päuschen verdient. Kurze müssen jetzt Pause. Auch ein bisschen Jalla machen. Müssen, ja, klar, ne, die großen Vereine, da haben wir natürlich ein paar Worte mehr drüber zu verlieren. Wir machen gleich weiter mit dem amtierenden deutschen Meister, Bayer Leverkusen. Bis gleich. Das war für mich ein ganz klares Vorspiel. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er hundertprozentig gepfiffen. Ist so. Wie kommen Sie darauf? Ist so. Warum ist das so? Ist so. Das ist ja schon eine steile These. Ist so. Hieß ja, die Bayern hätten einen Bonus. Ist so. Warum ist das so? Weil es einfach so ist. So, da sind wir wieder zurück bei Fritz und Stroh, die Fußballshow, immer noch Saisonvorschau, Teil 1. Wir sind angekommen bei Bayer Leverkusen, dem amtierenden deutschen Meister. Und Bayer Leverkusen hat
in erster Linie Zugänge und kaum Abgänge. Ja, Entschuldigung, ich war jetzt gerade ein bisschen abgelenkt hier. Weil das hier nicht so klappt, wie ich das mir gedacht habe. Ja, also man kann bei Bayer Leverkusen sagen, es ist eigentlich alles so geblieben, wie es ist. Also man hat jetzt wirklich bisher keinen namhaften Spieler verloren, außer Stanisic. Aber gut, das war ja irgendwo klar, dass die Bayern den wieder zurückhaben wollen. Der war ja auch nur ausgeliehen, ohne Option, ihn zu kaufen. Also insofern, das war ja etwas, worauf man sich einstellen konnte. Ansonsten hat man keine Spieler verloren, die jetzt wirklich zu den Spielern gehört haben, die Bayer Leverkusen so stark gemacht haben letzte Saison. Man geht ja auch weiter mit der Ungeschlagen-Serie in die Saison. Ne? Das heißt, Stand erster Spieltag geht es wieder weiter um die Serie. Was ist, ja, Bundesliga. Ne? Ja, genau. Euroleague-Finale ist ja, ist ja verloren worden, bekanntermaßen. Genau, Bundesliga ist immer noch ungeschlagen. Letzte Niederlage ist datiert 34. Spieltag der Saison 22/23. Das ist krass. Das ist schon krass. Das ist wirklich krass. So, jetzt bin ich hier auch vernünftig am Start. Also gut, Stanisic geht wieder zurück, das tut weh. Ich glaube, alle anderen Abgänge, die zu verzeichnen sind, kann man unter dem Motto Kader ausdünnen. Ja. Fassen, also Boya, Iglesias war eher Borné. Iglesias war ja auch nur ausgeliehen, also insofern ja alles ja, okay. Ja, aber er hat ja eigentlich nicht stattgefunden. Er hat auch nichts dazu, er hat kein Tor gemacht. Nee. Ne? Also, er war als Empfehlung für einen Mittelstürmer dürftig, sagen wir mal so. Ja. Also ich würde sagen, nice try. Ja. Hat aber nicht so ganz funktioniert. So. Und ansonsten, ja, Sadar Azmoun war jetzt ja auch nicht die erhoffte Verstärkung und hat sich dann auch disziplinarisch nicht gut verhalten. Ist jetzt zu Shabab Al-Ali gewechselt. Ja, da bestelle ich immer die 5 mit doppelt scharf. Ja, der war auch in der Rückrunde an die Roma verliehen. Der war gar nicht bei Leverkusen in der vergangenen Rückrunde. Ja, kein Verlust auf jeden Fall. Ja, aber man hat bei Leverkusen weiter am Kader geschraubt. Ne? Also man hat für Stanisic einen guten Ersatz geholt. Gianluel Belosian heißt er, glaube ich, von Stade Rennes geholt. Großes Innenverteidiger-Talent, 19 Jahre Franzose. Das ist ein sehr spannender Spieler. Also da könnte man Freude haben an dem. Da hat man, glaube ich, einen guten Ersatz gefunden für Stanisic. Mhm. Und man hat zwei erfahrene Mittelfeldspieler dazu geholt, wo ich sage, okay, das ist wirklich einfach clever von Bayer Leverkusen, solche Leute dazu zu holen. Die kommen jetzt nicht von den großen Vereinen, aber die haben schon viele Jahre da gespielt. Die haben auch europäisch schon gespielt, teilweise sogar Länderspiele gemacht. Die sind so ein bisschen unterm Radar. Die kosten jetzt auch nicht die große Stange Geld, aber die könnten spielerisch dieses Team noch mal weiter stabilisieren und verstärken von Leverkusen. Nämlich einmal Martin Terrier von aus Stade Rennes geholt. Also bei Stade Rennes hat Leverkusen richtig gewildert. Da haben sie direkt zwei starke Leute geholt. Spielt links außen, kann auch in der Mitte offensiv spielen, aber vor allen Dingen technisch enorm stark. Viel Ruhe am Ball. Das ist ein richtig guter Mann. Und Alex Garcia von Girona geholt. Auch 18 Millionen nur. Terrier 20 Millionen, also überschaubar. Garcia, einer fürs zentrale Mittelfeld, der soll Xhaka so ein bisschen entlasten und Palacios fällt am Saisonanfang auch aus, der wird noch operiert. Oder wurde vor kurzem operiert, der wird noch ein paar Wochen brauchen. Insofern gut, dass er da ist, der kann die Rolle dann ausfüllen. Ganz spielstarker Spanier. Das sieht wirklich gut aus, finde ich. Ja. Ja, also keine belastenden Abgänge, dafür in der Breite verstärkt. Es gibt eigentlich keinen Grund zu glauben, dass es jetzt nochmal, dass es jetzt schlechter wird. Ja, und das ist ja auch das, was ich Ende der Saison gesagt habe, dass da war ja auch Jonathan Tah immer im Gespräch bei den Bayern. So, ja. Wer diese das Mannschaft ist doch nicht so ganz vom Tisch, muss man dazu sagen. Ist ne? auch nicht. Weiß es aber noch nicht. Also, wer diese Mannschaft freiwillig verlässt, entweder winkt da nochmal der letzte große Vertrag, das große Geld, ja, oder man macht einen Fehler. Also, ja, das stimmt. Frimpong war der andere, der noch so im Gespräch war, aber das ist auch abgeebbt. Also könnte sein, dass der auch wirklich einfach bleibt. Ja. Und dann hat man wirklich außer Stanisic keine großen Namen verloren. Und im und Gegenteil, den wollte man ja sogar noch halten. Ja, also ja, genau, das ist ja, und er ja wäre, glaube ich, auch gerne geblieben. Ja, ja, klar. So, das, aber das gut, heißt also, aber den Fehler machen die Bayern nicht zweimal, den jetzt nach der Leihe dann auch noch fest abzugeben. Also da wären sie ja bescheuert gewesen. Ja. Den hat ja Leverkusen dankenswerterweise sogar noch ausgebildet für die Bayern. Also
Ist ja sogar gut gelaufen. Aber ich bin von Leverkusen weiterhin überzeugt. Ich glaube, die werden genauso wieder um den Titel spielen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie noch mal eine Invincible-Saison in der Bundesliga hinlegen, dass sie noch mal so davon marschieren in der Rückrunde. Das glaube ich jetzt nicht, aber die werden bis zum Ende um die Schale kämpfen, hundertprozentig. Ja. Sehe ich auch dann, wie wir jetzt gerade, wir haben ja gerade drüber gesprochen, sehe ich halt auch deutlich vor dem BVB. Ja. Ja gut, also das sehe ich nicht deutlich, aber okay, da kann man ja geteilter Meinung sein. Aber wäre das nicht geil, wenn wir dann Dreikampf hätten bis zum Ende? Total. Leverkusen, Bayern, Dortmund? Ja, weiß nicht, warum Leipzig jetzt nicht damit in der Verlosung ist, aber ja. Da sprechen wir ja noch drüber, ob die vielleicht sogar auch ein Kandidat dafür sein können, aber das erst in der zweiten Folge. Wir machen erstmal weiter mit. Wir müssen noch mal kurz eine Sache zu Leverkusen und Florian Wirtz erwähnen. Oh, stimmt. So, stimmt. Florian Wirtz, abgesehen davon, es ist mal wieder der Klassiker passiert. Ein Fußballprofi kommt aus der Sommerpause mit gefärbten Haaren. Ja, klar. Also ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Also, dass man sagt, Tattoos. Okay, Tattoos verstehe ich, ne? Ist eine Belastung für die Haut. So, muss verheilen. Du kannst in dem Sinne dann nicht schwitzen, nicht trainieren. Das machst du halt in der Sommer- oder Winterpause. Haartransplantation. Lieben Gruß dann schon mal nach Bayern für die zweite Folge. Da gibt's das Thema Haartransplantation sicherlich auch. Aber was ist das mit dem Haar? Ich verstehe es nicht. Ich werde es wahrscheinlich nie verstehen. Ja. Ja, so ein Sommerding halt, ne? Da hat man gute Laune, da macht man mal was Verrücktes, Michael. Ja. Da im Sommer sitzt du ja auch nicht am Strand, trinkst das gleiche Biermarke, die du sonst auch zu Hause trinkst. Da denkst du dir, oh, da trinke ich mal hier so ein karibisches Bier oder so. Ja, aber ich nehme das karibische Bier halt nicht mit nach Hause. Ja, normale Frisuren auf die Eins, ne? und da sind wir dann auch schon beim Thema. Florian Wirtz ist irritiert bis genervt von dem Hype. Ja. Um seine Aussage, dass er normale Kartoffeln auf die Eins packt. Er versteht's nicht. Er versteht's nicht und es ist für ihn auch beyond lustig. Also es nervt ihn. Ja, hat er gesagt in dem Interview. Er versteht nicht, wie das zu so einem Hype werden konnte. Er meint, er könnte sich vorstellen, dass die Leute das ein bisschen lustig fanden, wie er es gesagt hat. Ja. Ich weiß nicht, ich bin an der Stelle, wo ich sage, komm Florian, genau das war's. Haben wir jetzt hier die Pflicht, das aufzuklären? Ich weiß es nicht. Ich meine, er beginnt seine Aussage mit, es ist ein Punkt erreicht. Ja, das ist natürlich schon eine Vehemenz in diese Aussage rein. Also Florian Wirtz ist kurz davor, diejenigen, die das nochmal als Running Gag benutzen, mit Vor- und Nachnamen anzusprechen. Ja, ich glaube auch. Ja. Vielleicht auch zweiten Vornamen noch dazu. Ja. Ja. Das wäre ganz heftig. Max Jonathan Fritsching, es reicht. Michael Claudia Strohmeier, das ist das letzte Mal, dass ich dir das sage. Ja. Wo kommt das jetzt her? Warum? Warum bist du so? Du hast mir eine Vorlage gegeben, komm schon. Ja. Das wusste doch jeder jetzt hier. Claudia. Weiß ich ja nicht. Gut, machen wir mal weiter. Ja, machen wir mal lieber weiter. Von Leverkusen sind wir beide überzeugt, das können wir unterm Strich sagen. Ja, machen wir weiter. Top 2. Machen wir weiter in Frankfurt. In Frankfurt kauft der Koka, das wissen wir, aber das ist Christoph Daum gewesen, aus dem berühmten Einspieler hier. Eintracht Frankfurt, ja. Letzte Saison sehr viele Frankfurt-Fans unzufrieden gewesen. Ja, mit zu Recht. Mit der Mannschaft, auch eher mit der Einstellung der Mannschaft, ich glaube nicht so mit den Spielern an sich, aber vor allen Dingen war man auch nicht einverstanden mit dem, was Dino Topmöller gemacht hat, ne? Was er aus dieser Mannschaft eben nicht rausgeholt hat an Potenzial. Das ist vielen SGE-Fans sauer aufgestoßen. Ich glaube, viele Frankfurt-Fans hätten es auch okay gefunden, wenn man trainermäßig was gemacht hätte im Sommer. Ich habe mich da auch in der Rückrunde öfter für ausgesprochen, dass die SGE einen neuen Trainer braucht. Aber auf Frankfurter Seite hat man sich auf Topmöller geeinigt, dass man weitergehen möchte mit ihm in die nächste Saison. Was, glaube ich, ein ziemlicher Druckpunkt wird. Weil wenn da jetzt die ersten Spiele wieder so aussehen wie in der letzten Saison und dann auch noch die Ergebnisse nicht stimmen, dann ist, glaube ich, sehr, sehr schnell Feuer unterm Dach in Frankfurt. Mhm. Das könnte schnell eskalieren, glaube ich. Ja, ich glaube, dass es eine gute Sache ist, auf Dino Topmöller zu setzen und weiter das Vertrauen zu schenken, weil ich glaube, dass er vom Ansatz her kein schlechter Trainer ist. Jetzt muss man halt schauen, wie die
ja, wie es im Bereich Transfers etc. abgelaufen ist, wie das passt zu dem, was er spielen lassen will und ob er so spielen kann, ja, oder ob er so spielen kann, dass es tatsächlich Spaß macht oder dass es erfolgreich ist. Ja, ich meine, Qualität hat er schon einiges dazu bekommen, ne? Also muss man ja sagen. Also alleine Can Usun, das große Talent der zweiten Liga, zusammen mit Uedraogo fairerweise, aber eins der größten Talente, die wir hier in Deutschland so gerade haben. Gut, hat sich ja für die Türkei entschieden, aber ja ausgebildet in Nürnberg. Das ist schon qualitativ nochmal ein richtig guter Spieler, den er dazu bekommen hat. Gut, Ekitike ist fest verpflichtet worden, also der bleibt in Frankfurt, wo man dann am Ende der Rückrunde dann tatsächlich ja auch sagen muss, gut so, ne, da hat er sich ja endlich bewiesen dann. Eigentlich erst so, nachdem der feste Transfer dann durch war, ne, da hat er dann seinen Durchbruch geschafft in Frankfurt dann. Ja, erst nachdem er von dir hier Hate bekommen hat. Das auch, ja. Aber Usun ist, finde ich, eigentlich die interessanteste Personalie in dem Transfersommer. Meinst du, der startet direkt durch in Frankfurt? Boah, das ist schwierig. Also Potenzial, Potenzial ist da, aber die Frage ist, wie wird der aufgenommen? Hat er irgendwie einen Mentor, eine Sicherheit da? Das ist ja immer Mario so, Götze vielleicht. Ja, das ist, ja, der kann ihm wahrscheinlich wirklich irgendwie vor allen Dingen auf der mentalen Ebene was ähnliche Position mitgeben. Ja auch, ne? Ja. Es ist halt wichtig, dass als junger, aussichtsreicher Spieler irgendwie da auch aufgefangen wirst und das Gefühl hast, also dass du da irgendwie angekommen bist. Darauf wird es ankommen. Wenn er dieses Gefühl bekommt von Dino Topmöller, von seinen Mannschaftskameraden, wenn er dann selber jetzt nicht zu arrogant rüberkommt, dann wird er, glaube ich, sehr schnell sehr viel bewirken können. Was ich auch gesehen habe, ist, mal wieder einer der Familie Højlund ist unterwegs. Also ich glaube, da hat man die Reverse-Familie Wirtz gemacht. Man hat nicht 9 Kinder gemacht, bis mal 1 oder 2 Fußball spielen können, sondern man hat einfach alle Kinder direkt zum Fußball geschickt. Also jeder Schuss ein Treffer. Ja, die Familie Højlund ist ja. Einfach, ja, Rasmus bei Man United, gut, der erfolgreichste bisher. Oscar jetzt bei Frankfurt und Emil bei Schalke. Ja, Emil ist der Zwillingsbruder. Von Oscar, und der Vater, Anders Højlund, war auch Fußballspieler. Hat aber seine Karriere beendet mittlerweile. Unfassbar, ja. Oscar Højlund übrigens seit 2003. Ja, glaube ich auch ein gutes Talent, aber der wird wahrscheinlich ein bisschen Zeit brauchen. Ne? Ja, der ist jetzt nicht so auf dem Niveau von Usun. Ja, aber ist schon lustig. Ich muss übrigens bei Usun immer an Herr der Ringe denken. Ich weiß nicht, ob du die Szene im Kopf hast mit Gandalf, der da vor dem Balrog steht und ihn verteidigt, also den Weg verteidigt mit der Flamme von Udun. Und ich muss dann immer denken, Flamme von Usun, das ist ein Schuss. Ah, schön. Ja, das ist ein schönes Bild sogar. Ja. Ja, ich glaube, wichtig bei Frankfurt war noch Robin Koch, hat man ja jetzt fest verpflichtet. Der war ja nur ausgeliehen. Ganz wichtig, vor allen Dingen deswegen, weil William Pacho, habe ich heute gelesen, kurz vorm Wechsel zu PSG steht. Und das wäre natürlich bitter für Frankfurt. Da gibt es zwar viel Kohle, aber da muss man erstmal einen Nachfolger finden. Also da muss man noch ein bisschen abwarten. Müssen wir natürlich bei allem immer, ne? Also ich meine, Transferfenster hat ja noch bis Ende, ich glaube sogar bis 1. September auf. Das heißt, da kann sich natürlich noch einiges tun. Ist ja alles nur so Stand jetzt. Interessant finde ich noch auf der Zugangsseite, dass man Christian Listisch geholt hat. Weißt du, von wem das der Sohn ist? Ja, von Christian Listisch. Ist korrekt. Weißt du, das erinnert mich ein bisschen an Nico Thorstenlegert. Ja. Er hat das einfach noch weitergedreht. Christian. Ja. Seine Frau hat ihn gefragt, ja, wie sollen wir das Kind denn nennen? Doch, Christian. Ja, mir fällt kein Name ein. Ja. Ja. Irgendein Name, irgendeinen männlichen Namen wirst du ja kennen. Christian. Okay. Ja, herrlich. Ja, ansonsten. Ja, Abgänge gab es keine großen namhaften, ne? Also da muss man sagen, Frankfurt hat einfach den Kader jetzt weiterentwickelt. Ja. Also gut, außerdem, sofern natürlich, ja, Pacho wissen wir noch nicht. Wenn der weg ist, wäre natürlich bitter, aber sonst. Weißt du, wer wieder da ist? Jetzt fährt der Auge. Auge Season. Ich sag's. Jetzt kommt, das ist passiert. Ich glaube, den wird man, ist er nicht nochmal verliehen irgendwie oder so? Ich glaube, der spielt nicht in Frankfurt. Nein, der spielt. Ich glaube, den haben sie nochmal verliehen, aber ist egal. Was sagen wir zu Frankfurt? Wird das besser oder schlechter als nächste Saison, letzte Saison? Wie war letzte Saison?
Ja, man hat es ja in Europapokal geschafft. Platzierung war ja ganz okay sogar. Ich glaube, ja, Sechster war es am Ende. Ja, also viel besser. Also guck dir die Mannschaften an. Also wenn jetzt der VfB eine schwache Saison hat, dann vielleicht eine Position besser, aber ansonsten... Aber so vom Fußball her, ne? Da möchte man ja wirklich Fußball wieder attraktiver her, unterwegs sein. Vom Fußball her könnte es besser werden, aber eine Platzierung in den Top, also ich sag mal 5-7, ist für mich realistisch. Ich musste gerade darüber schmunzeln, dass einmal Nacho und einmal Pacho abgegeben wurden. Ja, Pacho ja noch nicht ganz, aber ja, dann aber so gut ja. Nacho und Pacho. Ich sage, meine Frankfurt-Prediction ist, das wird nicht gut. Das wird in den ersten Spielen wieder so aussehen wie in der vergangenen Saison und Topmöller ist der Erste, der fliegt. Ja. Das wäre mein Call für Frankfurt. Was hat Dino Topmöller dir getan? Weil dieser Kader gibt so viel her und da muss einfach jemand anderes ans Ruder. Kann mir nicht vorstellen, dass Dino Topmöller das schafft. Wenn Jens-Peter Hauge jetzt wieder spielt, dann läuft doch alles wieder. Ja, machen wir weiter. Beim VfL Wolfsburg, da ist man auf der Trainerposition weiter stabil geblieben. Ralf Hasenhüttl hat ja in der vergangenen Rückrunde übernommen, der ist auch weiter Trainer dort. Ja, was hat man getan auf dem Transfermarkt? Man hat torwartmäßig einiges getan. Ja. Kamil Grabara, ein Polen von Kopenhagen, hat man geholt für 13,5 Millionen. Das ist doch ein ganz schöner Batzen Geld für einen Torwart, ne? Ja, der Pole von Kopenhagen klingt übrigens irgendwie wie ein Krimi. Ja, wie so ein Sommerkrimi im ZDF oder so. Das ist dann der Kommissar, also der Pole von Kopenhagen. Der neue Skandinavien-Krimi von, weiß ich nicht, Imke Larsson oder so. mit Jan-Josef Liefers in der Hauptrolle. Ja. Gottes Willen. Und Marius Müller von Schalke, ne? Ja, ohne Westernhagen. Ja. Ja, Marius Müller, der natürlich eine Top-Saison gespielt hat in der zweiten Liga. Ja. Für Schalke 04. Auch mit, ich glaube, mitverantwortlich dafür ist, dass man am Ende tatsächlich mit dem Abstiegskampf auf dem letzten Meter doch nichts zu tun gehabt hat. Stimmt. Also, und gab ja Kohle noch für ihn, ne? 1,5 Millionen hat der VfL Wolfsburg sich das kosten lassen. Ja. Also, ist natürlich ärgerlich, dass er war ja schon auch eine Art Identifikationsfigur und dann zu Wolfsburg zu gehen, tut natürlich weh. Kann ich aber aus seiner Sicht zumindest teilweise nachvollziehen. Ja, ich glaube, das Angebot, was man ihn auf Schalke gemacht hat, war nicht so wertschätzend, sagen wir mal so. Ja, das war ja bei mehreren Spielern so, dass sie da gesagt haben, so, ja, wenn du bleibst, geben wir dir mehr Geld. Ja, wie viel denn mehr? Ja, 3.000. Okay. Pro Jahr. Brutto. Ja, warum hat Wolfsburg so zugeschlagen auf der Torwartposition? Weil Kun Castells weg ist. Der hat sich gedacht, Saudi Pro League, da geht gerade richtig die Party ab, da muss ich hin. Ja, da lässt er die Saudi raus. Absolut, ja. Eine Mord-Saudi. Der Mann ist weg. Ja, sonst wirklich keine großen namhaften Leute geholt. Einer der Dardai-Söhne übrigens, Benze Dardai, der talentierteste wahrscheinlich, den hat man geholt von Hertha. Gut, der ist auch keiner, der sofort weiterhilft. Amura im Sturm, der kann auch ganz gut werden, glaube ich, von Union Saint-Gilloire geholt. Relativ unspektakuläre Transfer. Ja, also die Transfers von VfL Wolfsburg gleichen sich an die Stadt selbst. Grau, farblos, uninteressant. Also da werden wir auch keine Weiterentwicklung sehen, glaube ich nicht. Also das wird bei Wolfsburg wieder irgendwo unteres Mittelfeld hinauslaufen. Ich glaube, wir sehen keine Verbesserung beim VfL Wolfsburg. Ja. Woher soll sie kommen? Ja, eben. Also ich glaube nicht, dass er aus dem bestehenden Kader jetzt so viel mehr rausholt mit den paar Neuzugängen. Kann ich mir nicht vorstellen. Also da bin Wobei man sagen muss, der Kader an sich gibt ja eine Top-8-Platzierung her. Ja, gut, aber wo soll es jetzt herkommen? So, ne? Ja, also vielleicht scheint vielleicht ja nicht so zu passen. Ja, eine Idee. Vielleicht hat Hasenhüttl ja einen, ne? Kann natürlich sein, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht dran. Ich glaube nicht dran. Ich auch nicht. Ich will auch nicht dran glauben. Sind wir beide eher pessimistisch. Ja, wie sind wir denn eingestellt gegenüber Borussia Mönchengladbach? Die gehen weiter mit Gerardo Seoane in die Saison. Ja, ähnlich in der Kritik gestanden wie Dino Topmöller in Frankfurt. Mhm. Kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen. Da haben, glaube ich, auch viele Gladbach-Fans gesagt, boah, Trainerwechsel würde ich jetzt nicht nein schreien an der Stelle. Aber man vertraut erstmal weiter auf Seoane. Verändert den Kader ein bisschen. Also man muss sagen, auf der Abgangsseite, da tut
glaube ich, nur Maximilian Wöber halt richtig weh, aber der war halt auch nur ausgeliehen von Leeds United. Den konnte man nicht verpflichten, keine Kohle dafür. Jordan ist wieder zurück zur Union gegangen, gut, aber jetzt auch keine so große Rolle gespielt. Dafür hat man aber zugeschlagen auf dem Transfermarkt und Tim Kleindienst geholt. Ja. Von Heidenheim. Das ist ein mutiger Transfer. Ja. Ist ein mutiger Transfer, weil 7 Millionen mutig ist jetzt bis waghalsig, würde ich sagen. Ja, also bewiesen. Also er hat ja bewiesen, dass er auch mit schwierigen Bedingungen, und man ist ja beim ersten FC Heidenheim jetzt nicht in den perfekten Bedingungen, was Mitspieler angeht, dass ja. er auch da Torriecher hat, wahnsinnig kopfballstark ist und auch im Strafraum sich gut bewegen kann. Es ist eine gute 9. Jetzt hast du mich gerade mit deiner Erklärung überzeugt davon, dass es vielleicht doch was werden könnte. Ich wollte eigentlich wesentlich negativer sprechen hier ja. gerade, aber du sagst, er hat es bewiesen mit einem Team, was jetzt fußballerisch nicht so stark ist. Das ist ein Argument, was ich sehe, ja. Ja. Kann er ohne die Flanken von Jan-Niklas Bestenio? Ja, stimmt, der ist ja auch nach Portugal, heißt. Ja, richtig. kann er da ohne diese Flanken ja. Funktionieren? Wird man sehen. Für mich übrigens, ich muss mal ein bisschen raus aus dem Transfer gehen, weil ich muss drüber reden, was ich ja. nicht wusste, worüber wir auch im Podcast nicht gesprochen haben, was mich davon überzeugen lässt, was mich davon überzeugt, dass du es auch nicht wusstest. Die ehemalige NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft ist Vizepräsidentin bei Borussia Mönchengladbach. Echt? Ach du ja. Scheiße. Wusste ich gar nicht. Und das hinterlässt bei mir so viele Gefühle. Ja. Jetzt weiß man, woran es liegt in Gladbach. Ja. Ab wann ging es bergab? Ja. Ja, gut, schon vor März, aber gut. Ja, ja. Ja, das ist verrückt. Das finde ich, auch nicht. Also das hinterlässt bei mir so Fragezeichen einfach, weil ich mir denke, hä? Ja. Also, wo kommt das auf einmal her? Stimmt. Also für mich der seltsamste Transfer bisher ist der von Hannelore Kraft, Vizepräsidentin. Also ja. auch wirklich eine Position, wo sie viel zu sagen hat, was ja auch okay ist. Ja, aber hatte man aber überhaupt wieso nicht haben so wir Verbindung das nicht gebracht? Mitbekommen? Nee, hab ich tatsächlich auch nie gehört. Wie ist das passiert? Wird wohl im Hintergrund gearbeitet. Also sie war schon als, das finde ich auch so geil, dass da beschrieben ist, sie war schon als aktive, während ihrer aktiven politischen Karriere Borussia Mönchengladbach-Fan. Ja, you don't say. Ja. Also, ist das so, also, hä? Auch so eine blöde, ja. Naja, okay. Kevin Stöger. Das ist ein guter Transfer. Ablösefrei von Bochum bekommen. Der war ja gerade in der Schlussphase der letzten Saison für die Bochumer extrem wichtig. Eigentlich über die ganze Saison. Das ist eigentlich Quatsch. Ne? In der Relegation noch mal wirklich extrem gegen Fortuna. Aber der war die ganze Saison eigentlich relativ stark für Bochum. Den ablösefrei zu kriegen, das ist ein Stil. Ja, und trotzdem muss ich sagen, es bleibt weiter. Also ich weiß, mit Seoane als Trainer und mit dieser Mannschaft sehe ich jetzt, das ist für mich ein bisschen wie bei dir Frankfurt. Ja. Was soll da jetzt passieren? Ja, oder so wie Wolfsburg. Ne? So haben wir es ja gerade bei Wolfsburg auch schon ähnlich eingeschätzt. So, also da glauben wir jetzt nicht an eine Verbesserung. Nee. Ja, sehe ich auch so. Also es sei denn, Seoane zaubert auf einmal ein Konzept aus dem Hut, was perfekt auf die Mannschaft passt. Potenzial für das obere Tabellendrittel ist irgendwo da. Aber ich meine, dafür hatte er ja auch schon im Laufe der letzten Saison die Chance, da dieses Konzept rauszuholen, was dann auf einmal perfekt passt. Ja. Wo soll es jetzt herkommen? Ne? Das ist so die Frage, die ich mir dann stelle, und da glaube ich nicht dran. Da glaube ich auch, dass Seoane relativ schnell zu den Namen gehören wird, die dann gefeuert werden. Ja. Also ich glaube nicht, dass der die nächste Saison übersteht in Gladbach. Ja, Platz 11, Platz 12 maximal. Ja, das wäre schon eine gute Saison, würde ich sagen, für Gladbach. Das kann auch ein bisschen tiefer wieder sein. Also Gladbach bleibt, glaube ich, ein relativ frustrierendes Pflaster in der Bundesliga. Ja, wir machen weiter.
Wesentlich weiter im Norden Richtung Nordosten bei Union Berlin in Köpenick. Ja. Ja, Union Berlin auf den letzten Metern der Saison gerade so gerettet, in der Bundesliga geblieben. Eine Saison mit Höhen und Tiefen, Champions League gespielt, fast abgestiegen. Also Union Berlin hat letzte Saison alles mitgenommen, was es so gibt. Und muss sich jetzt erstmal ein bisschen wieder setzen. Also es muss erstmal alles ein bisschen ruhiger werden bei Union Berlin, damit man wieder ein bisschen weiter nach oben gucken kann. Erstmal hat man einen neuen Trainer. Es ist viel passiert. Man hat einen neuen Trainer. Bo Svensson hat übernommen bei Union Berlin. Das ist, glaube ich, eine gute Wahl. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, da mit Bo Svensson kann man eine sehr gute, stabile kann man sehr gut und stabil in die Saison starten, ja. Mit sehr viel, also man braucht Vertrauen, aber wenn man das hat, glaube ich, wird das zurückgezahlt. Das passt, glaube ich, auch wieder besser in das zu Union Berlin selbst. Ja, man ist jetzt wieder bodenständiger unterwegs, das merkt man an den Transfers, ne? Man ist jetzt weg hier von den Bonuccis, von den großen Namen, die man da geholt hat. Gut, Vollern und Gosens sind ja noch da, aber man hat ja in der letzten Saison in Vorbereitung auf die Champions League wirklich die ganz großen Namen geholt und davon ist man jetzt ganz klar weg. Ja. Ein wirklich guter Transfer ist Laszlo Benes, muss ich sagen, vom HSV. Mhm. Der war sehr überzeugend letzte Saison in Hamburg, einer der besten Männer da gewesen. Dass man den für 3 Millionen bekommen hat, das ist ein guter Transfer. Der wird auch in der ersten Liga zünden, bin ich mir sehr sicher. Ja. Wir als Freunde des Wortspiels freuen uns natürlich auch über den Transfer von Leopold Querfeld. Ja, vor allen Dingen, wenn er eingewechselt wird. Ne? Absolut. Ne? Er wechselt Querfeld ein. So, das ist und wird ein Knaller bleiben. Der hat für Österreich ja bei der EM gespielt und wir haben uns in Vorbereitung auf die EM ja schon über diesen Namen hier echauffiert, kann man sagen. Ja, jetzt ist er in der Bundesliga. Verrückt. Hätten wir damals auch nicht gedacht. Hoffentlich wird es nicht querbeet. Was auch mittlerweile, Achtung, um mal einen absolut widerlichen, dummen Klassiker rauszuholen, mehr Tradition hat als RB Leipzig, ist Union Berlin holt erfolgreiche Spieler, Stürmer von WN Wiesbaden. Ivan Pretein, der war gut Leistungsträger in der zweiten Liga. Wie vorher schon sein Vorgänger Benedikt Hollerbach. Ja, ist richtig. Puh, übrigens nicht verwandt und verschwägert mit Bernd Hollerbach. Ja, weil er sonst ja auch, wie wir gerade bei Christian Listisch und Thorsten Legert gehört haben, sonst hieß er ja auch Bernd Hollerbach. Ja, ne? Natürlich. Ja, alles andere wird ja keinen Sinn Kinder machen. Ja immer nach sich. Ja, richtig. Ivan Pretein, schmerzlicher Abgang für WN Wiesbaden, aber auch nachvollziehbar, vor allem nach Abstieg. Ja, klar, dass er nicht in die dritte Liga geht, Und mit 28 ja jetzt auch jetzt kein junges Talent mehr, dass der in die erste Liga wechselt, für ihn nachvollziehbar. Ja. Und auch, glaube ich, eine gute Verstärkung in der Breite. Ja, glaub ich auch. Der kann dem Kader was geben. Ich meine, die Abgänge, bei so einer schwachen Saison muss man sich über die Abgänge ja gar nicht so sehr ärgern, weil die haben ja nachgewiesenermaßen nicht funktioniert. Haben es nicht gebracht. Also ja, Leiduni, Kaufmann, Torsby, Knoche, ja gut, die sind dann halt weg. Ne? Gut, Jamie Leveling, der war stark beim VfB, aber der hat ja letzte Saison gar nicht bei Union gespielt, sondern war ja ausgeliehen an Stuttgart und die haben ihn ja jetzt gekauft dann. Also damit kann man, denke ich, leben. Hat jetzt ein paar neue Namen dazugeholt, die sich jetzt beweisen können. Nicht die großen Namen, wieder der bodenständigere Union-Weg. Ich glaube, das wird auch dazu führen, mit dem Trainer Bo Svensson, dass man wieder Richtung gesichertes Mittelfeld kommt. Das wäre meine Prognose. Ja, bin ich bei dir. Also kann man sich wieder etablieren in der Tabellenhälfte. Ja, das glaube ich auch. So, drei haben wir noch für heute. Wir machen weiter mit, obwohl, wollen wir noch ein kleines Päuschen machen? Wir haben ja zwei Pausen versprochen. Mach mal kurz eine kleine Pause. Mensch, wir haben ja schon wieder gelabert. Es ist wirklich, wir brauchen hier einen Dritten neben uns, der uns mal für Finger haut und hier sagt, jetzt setzt mal ab, ihr Arschlöcher. So, kleine Pause, liebe Freunde. Gleich sind wir wieder da mit Augsburg, Bochum und Heidenheim. Da wollt ihr doch mit Sicherheit wissen, was wir zu diesen Transfers sagen. Bis gleich. I'd like to explain you something. I stay in Munich only for Al-Jazeera for this evening. But I lose all my evening. You think you can play with me? I'm not a child. Sorry, hello, my friend.
Hey, hey, I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. You give me nothing. You don't respect me now in this moment. I changed my plane to make a favor for Al Jazeera to Mr. Nasser. Okay, finish. It's okay. So, und da sind wir wieder. Wie gerade schon gesagt, drei Vereine haben wir noch, Augsburg, Bochum und Heidenheim. Wir machen weiter in Augsburg. Ja, unserem auserkorenen Lieblingsverein, ja. FC Augsburg, der uns auch in der kommenden Saison wieder beglücken darf in der Bundesliga. Wir dürfen über ihn sprechen und schauen erstmal drauf, was der FCA denn so auf dem Transfermarkt gemacht hat. Mhm. Also da muss ich sagen, fällt mir direkt erstmal der Name Kevin Schlotterbeck auf. Ja. Das ist, glaube ich, ein guter Transfer. Finde ich auch. Also Kevin Schlotterbeck immer mal mit einem klassischen Schlotterbeck. Ja, das liegt in der Familie. Aber großer Einsatz immer, sehr zweikampfstark. Ja, das ist ein guter Mann. Ja. Passt auch zum FCA. Ja, das muss er. Linksverteidiger haben sie Giannoulis, einen Griechen von Norwich City geholt. Der ist, glaube ich, auch sehr stark. Ja. Wer mir natürlich auffällt, ist Yusuf Kabadayi. Oh, stimmt, der ist in Augsburg gelandet. Der bei Schalke 04 war, ausgeliehen von Bayern München, der zweiten Mannschaft. Und ich muss sagen, sein Potenzial war da. Ich glaube, seine große Schwäche liegt im Bereich mentale Einstellung. Für mich immer ein bisschen zu viel Cristiano Ronaldo-Flair. Hat auch mal seinen Jubel gemacht, ne? Hat auch mal den Sü rausgeholt, ne? Ja gut, das hat ja Benedikt Hollerbach auch, aber das manchmal wächst das mit den Menschen heran. Ja, eher mal auf die Leistung konzentrieren, so, ne? Ja, zu viel, weiß ich nicht. Ich mag das halt nicht, wenn man dann zu sehr darauf bedacht ist, durch eine 1-gegen-1-Situation sich selber darzustellen, anstatt vielleicht mal den cleveren Weg zu machen. Auf der anderen Seite in einigen Spielen dann halt auch der Einzige, der irgendwie mal was versucht hat bei Schalke 04. Ja. Gibt zwei Perspektiven. Ich glaube, eine Verstärkung für den FCA am Ende, wenn er Mannschaftsdienlich nicht spielt. Muss er sich aber, glaube ich, ein bisschen entwickeln, ne? Weil zweite Liga zu erste Liga, das ist natürlich schon nochmal ein ordentlicher Schritt. Aber es ist ja Platz geworden im Sturm bei Augsburg, denn Ermedin Demirovic, dieser Abgang zum VfB, der schmerzt natürlich dem FCA. Der spürt halt auch 21 Millionen in die Kasse. Damit kann, glaube ich, Augsburg auch noch einiges auf dem Transfermarkt machen. Also ich glaube, da Stand jetzt ist das, glaube ich, noch nicht das Ende der Fahnenstange, was der FCA da auf dem Transfermarkt macht. Mhm. Aber das tut natürlich weh, weil das war der überragende Mann bei Augsburg. Ja, was natürlich die vor allen Dingen die Leute, also ich sag mal so, gerade im Bereich, im Raum Bayern, wird ein Transfer von Augsburg die Leute sehr ärgern. Und das ist Samuel Esser, beziehungsweise, wie er ja jetzt korrekt gegendert ist, Samuel Essende. Da wird schon mal den Spieler gegendert, ey. Ich glaube an gar nichts mehr. Da wird der Nachname gegendert. So weit ist es schon gekommen. Unfassbar. Ja. Markus Söder springt im Dreieck. Nicht in seinem Bundesland. Ganz kurz. Markus Söder hat seinen eigenen, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, hat die CSU hat eigenen Merch. Ja. Es gibt einen CSU-Shop. Ja. Es gibt ein Döner-Kebab-Shirt mit Söder-Kebab, wo dieses ganz klassische Döner-Bild, was auf jeder. Ich glaube, es gibt einen Dönerpapierhersteller. Das ist so wie die Asia-Boxen, das Gleiche. Immer das gleiche Design. Das ist halt Söder-Kebab. Es gibt Schlappen, es gibt T-Shirts, es gibt alle möglichen Arten von Merch von der Christlich-Sozialen Union. Weil ich sag dir ganz ehrlich, das ist so absurd, dass ich es schon wieder geil finde. Also das ist wirklich, das ist so abseitig, dass es schon wieder lustig ist. Ey. Söder trumpt. Ja, quasi. Es gibt keine Inhalte mehr. Es gibt nur noch, ich finde alle anderen Sachen scheiße. Ja. Und wir in Bayern machen es richtig. Außerdem bin ich ein geiler Typ, der hier im Schwimmbad ist und hier mal einen Döner isst. Ja. Und da mal im Restaurant. Ich begreife es alles nicht mehr. Fucking Kebab. Aber den Transfer von Samuel Essende zum FCA konnte auch Markus Söder nicht verhindern an der Stelle. Nee, ne? Das hat er jetzt davon. Ja, die anderen Namen sind keine großen Namen, die da geholt wurden oder gegangen sind. Also all over
sage ich beim FCA. Zum einen glaube ich, dass da noch Leute kommen werden mit der Kohle von Demirovic. Also das wird noch nicht das Ende sein. Zum anderen, ja, es ist wie immer die Augsburg-Überraschungskiste. Ne? Ich glaube, es ist wieder ein schlechter Saisonstart. Jeder sagt so, jetzt, das ist die Saison, da steigen sie ab und dann kommen sie doch wieder zurück und landen am Ende im Mittelfeld. Es wird das gleiche Augsburg-Ding wie immer. Ja. Spielt denselben Song nochmal. Wie Demirovic, so Idirovic. So. Ich trinke Uso und was trinkst du so? Auch so ein Klassiker. Ja. Ja, also, the same procedure as every Bundesliga-Year Es wird auf einen am Ende völlig ungefährdeten 14. Platz hinauslaufen. Ja, ja. Es ist der Augsburg-Klassiker, wirklich. Ich sag's dir. Unabsteigbar. So. Unabsteigbar. Wir, genau wie der VfL Bochum übrigens, der ist auch unabsteigbar. Na, hat ja in der Relegation gegen Fortuna Düsseldorf das gemacht, was die Türken normalerweise nämlich das Unmögliche möglich. Sind in der Liga geblieben, weiterhin Teil der Bundesliga und sind auf dem Transfermarkt tätig geworden. Also da muss man sagen, erstmal auf der Abgangsseite sind einige bekannte Namen beim VfL. Osterhage haben sie verloren an Freiburg. Da gab es aber ordentlich Kohle für, 4,8 Millionen. Stöger ist weg, Asano ist weg. Das sind natürlich zwei Namen, die wehtun. Ja, und Michael Esser übrigens noch nicht gegendert, ne? Das muss man an der Stelle nochmal auch erwähnen. In NRW, da ticken die Uhren auch anders. So, ihr Bayern, das habt ihr jetzt davon. Was ich faszinierend finde, ist, dass es nur zwei Transfers gab, bei denen Geld geflossen ist. Einmal der Kauf von Patrick Drewes für 100.000 und der Abgang von Patrick Osterhage für 4,8 Millionen. Ansonsten alles ablösefrei. Ja, aber gut, da kann natürlich dann auch Handgeld geflossen sein. Ne? Also gerade Danny de Witt, das ist, glaube ich, ein richtig guter Mann, den man da geholt hat von Alkmaar. Das ist so der nominelle Ersatz, glaube ich, für Kevin Stöger. Dem traue ich einiges zu. Den fand ich richtig gut, einmal bei Batman als Pinguin und neben Arnold Schwarzenegger bei Twins. Ach so. Da hat er mir richtig Danny gut gefallen. Danny DeVito oder was? Was? Mein Gott, ey, jetzt habe ich es erst gecheckt, ey. Ist das schlecht? Um Himmels Willen, ey. Er spielt immer kleine Fiese, aber er hat das Herz am rechten Fleck. Gott, ey. Danny DeVito. So ist es halt. Ja, also man muss auch sagen, die Folge wird später. Ja. Und neuen Trainer hat der VfL, Peter Zeidler. Ja. Zeidlers wunderbare Welt des Fußballs. Hoffentlich. Jetzt in Bochum. Zumindest an der Kastropper, genau. Hat letzte Saison in der Schweiz noch trainiert, den FC St. Gallen. Also ist auch Deutscher tatsächlich, also ist nicht Österreicher, nicht Schweizer. Boah, unbeschriebenes Blatt, also keine Ahnung. Da habe ich keine Meinung zu. Kann ich nicht einschätzen. Auch vom Kader her. Sieht aus wie Letsch, aber weiß ich nicht, wie der spielen lässt. Keine Ahnung. Frisurtechnisch ist man sich einigermaßen treu geblieben in Bochum. Ja. Bochum ohne Haar. Ja. Bockum. Ist Bockum. Auf jeden Fall. Muss ich sagen, VfL Bochum für mich Abstiegskandidat. Also es ist keine wirkliche Verstärkung da. Eher noch eine Schwächung. Ja. Stand jetzt zumindest, ne? Also vielleicht Relegation, weil es zweimal. Also man muss ja sagen, jede Saison ist es so, es gibt drei Abstiegskandidaten, von denen aber zwei gerettet werden durch Relegation und direkte Rettung, weil es immer Mannschaften gibt, die komplett reinscheißen. Ja. Überraschend. Ne? Und deswegen Bochum für mich eigentlich eine der Mannschaften, die sich auf den letzten drei Plätzen einsortieren, wenn nicht irgendeine andere Mannschaft, wie ich es gerade noch mal gesagt habe, reinscheißt. Ja. Ich meine, wir haben natürlich Kandidaten, ne? Die Aufsteiger St. Pauli und Kiel, das sind natürlich gerade auch sehr unerfahrene Mannschaften noch. Ja. Die sind natürlich wahrscheinlich auch da unten anzusiedeln. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber ich glaube, ich sehe es wie du, auf jeden Fall Abstiegskampf von VfL Bochum. Ich sehe auch eher eine Kaderverschlechterung bisher, was wir von Peter Zeidler erwarten können. Keine Ahnung. Also da sind für mich viele Fragezeichen in Bochum. Ja, ja. Und dann gehen wir doch mal zu dem Verein, wo ich auch der Meinung bin,
dass die Abgänge sehr, sehr wehtun und dass das eine ganz, ganz schwierige Saison wird. Und zwar die letzte Mannschaft für heute, wenn ich das richtig sehe. Genau. Ja. Und zwar der erste FC Heidenheim 1846, so viel Zeit muss sein. Europapokal-Teilnehmer. Europapokal-Teilnehmer und dazu erstmal zwei Leistungsträger, die beiden Leistungsträger ja. der letzten Jahre abgegeben. Ja. Madonna Mia, also da weiß ich nicht, wie die nächste Saison klappen soll. Ja, man hat natürlich ordentlich Kohle dafür bekommen. Ne? Tim Kleindienst haben wir schon besprochen, hat 7 Millionen eingespült von Borussia Mönchengladbach. Jan-Niklas Beste sogar 8 Millionen von Benfica. Aber das tut natürlich weh. Das sind die beiden Gesichter, die für den Aufschwung von Heidenheim stehen. Also gerade Beste, völlig nachvollziehbar, dass er den Wechsel macht. Ne? Können wir das auch gut vorstellen, dass das bei Benfica funktioniert? Ich meine, Portugal ist ein sehr technischer Fußball. Technisch ist er ganz stark, hat ja seine brutal guten Standards, aber auch generell technisch sehr beschlagen. Das kann schon funktionieren. Also, dass der vielleicht sogar einer im Blickfeld von Julian Nagelsmann bleibt. Ne? Ja, klar. 25 ist jetzt auch noch nicht im hohen Alter. Das heißt, er hat noch 5 bis 7 gute Jahre und die kann er sich, also entweder macht er sich eine schöne Zeit bei schönem Wetter. Lässt sich die Sonne oder, auf dem Bart scheinen. Oder er dreht halt nochmal richtig auf, ne? Das kann beides passieren. Kleindienst haben wir gerade besprochen bei Borussia Mönchengladbach, könnte auch klappen. Es sind aber noch mehr, ne? Also man hat ja fast alle viele Leistungsträger abgegeben. Ehren Dingci geht zurück zu Werder Bremen. Der tut natürlich auch noch weh, ja. Dovedan war jetzt auch eine gute Verstärkung, wird auch abgegeben oder, ablösefrei. Ich glaube, Dovedan und Sessa, das war schon okay. So viel haben die nicht gespielt, die kann man ersetzen. Aber Dingci ist nochmal ein guter Call. Den kann man nochmal in die Reihe mit Kleinen, die zum Beste stellen, weil der gehörte in der letzten Saison auch zu den Besten bei Heidenheim. Das muss man sagen. Und wie hat man sich verbessert? So, man hat natürlich den adligsten Menschen der Welt geholt mit Sir Lord Conte. Oh, Sir Lord Conte. Sir Lord Conte. So viel Zeit muss sein. Das ist wie Professor Doktor. Das ist Sir Lord. Ich meine, du hast die zweite Liga noch mehr verfolgt als ich letzte Saison. Meines Erachtens ein richtig guter Mann bei Paderborn gewesen, oder? Ja, aber bei Paderborn halt. Ja. So, und wenn's jetzt in Anführungsstrichen nur der erste FC Heidenheim ist, der in der ersten Liga überleben möchte, auch von mir aus, aber nicht, wenn du international spielst. Ja, das stimmt schon. Und das wird, also deswegen, ich kann mir nur vorstellen, dass sie bei Heidenheim sagen, ey, Jungs, ich weiß, ihr habt alle Bock auf Europa, aber drauf geschissen. Wir stellen uns lieber langfristig auf. Ja, das wird nichts. So, ja, wir tun alles, was wir können, aber unsere Qualitäten liegen jetzt eher so im Bereich Klassenerhalt als im Bereich internationale Titel. Ja, das stimmt wohl. Das sehe ich auch so. Es ist ja irgendwo auch ein straighter Weg zu sagen, ja gut, dann fliegt uns halt die Europapokalsaison um die Ohren, aber dafür sorgen wir dafür, dass wir danach nicht komplett auseinanderbrettern, so wie Union nämlich am Ende der letzten Saison. Das wäre jetzt auch mein Vergleich gewesen. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich sogar, ne, wo das Ganze gehörig schiefgegangen ist. Also kann man sogar nachvollziehen, was Heidenheim da macht. Der Ersatz für Tim Kleindienst ist Mikkel Kaufmann von Union Berlin, dann lustigerweise auch noch. Ob der jetzt so viel Qualität mitbringt, ich weiß es nicht. Also ja, man muss ja auch anders spielen. Also ohne Beste und Kleindienst fehlt ja diese Flanken, Kopfball oder scharfe Flanke, Abschlusskombination, die halt ganz viel Gefahr ausgestrahlt hat. Das stimmt. Mal abwarten. Aber ich meine, Heidenheim hat uns natürlich auch in der letzten Saison überrascht. Ne? Ich meine, das hätten wir ihnen alle nicht zugetraut. Vielleicht überraschen sie uns nochmal. Ich meine, viel liegt an Frank Schmidt, ne? Der natürlich auch schon viele Spieler vorher ausgebildet hat. Ich meine, ist ja das Konzept gewesen von Heidenheim schon immer, ne? Unbekannte Spieler zu holen und sie weiterzuentwickeln. Vielleicht funktioniert es auch wieder. Einen interessanten Mann hat man von Bayern ausgeliehen, ne? Paul Wanner. Das ist ein riesiges Talent. Letztes Jahr in Elversberg sehr stark gewesen. Jetzt weiter verliehen, das finde ich auch gut, was die Bayern mit dem machen. Ne? Erstmal in die zweite Liga verliehen, da bewiesen, jetzt in die erste Liga verliehen zu Heidenheim, mal Conference League ein bisschen spielen. Den bauen die gerade richtig gut auf. Paul Wanner wäre für mich auch einer, wo ich sagen könnte, der könnte den Unterschied dann auch machen. Ja. Aber es fehlt ja eigentlich am Rest. So. Ja.
Vielleicht passiert noch was. Ich meine, ja. Geld haben sie ja eingenommen. Ne? Also vielleicht haben sie in den letzten Wochen des Transfermarkts ja vielleicht sogar noch ein, zwei Leute dabei, die noch kommen. Könnte ich mir schon vorstellen. Ich meine, man hat ja, ja. 15 Millionen eingenommen, ne? Alleine durch Beste und Kleindienst. Ja. Die hat man ja nicht reinvestiert. Eher Abstiegskandidat. Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, Heidenheim könnte zugutekommen, dass wir eben noch sehr unerfahrene Mannschaften wie St. Pauli und Kiel dabei haben, Bochum, die große Probleme haben. Ja. Ich glaube, Abstiegskampf, plus, ja, aber es kann machbar sein. Ja, plus Mannschaft X, die reinscheißt. Ja, genau, das haben wir natürlich immer, ne? Mannschaften, die jetzt komplett überraschend auseinanderfallen. Ja, also es bleibt auf jeden Fall wie immer im Voraus eine sehr, sehr offene Saison. Wir haben ja, jetzt die erste Hälfte unserer kleinen, sehr großen Saisonvorschau durch. Beim nächsten Mal sind wir vielleicht ein bisschen flotter, was aber auch daran liegt, dass wir am Anfang nicht 20 Minuten über unsere große Leidenschaft, den Amateurfußball, verlieren. Das stimmt. Wen haben wir in der zweiten Folge noch? Die Bayern. Natürlich, die Bayern. Leipzig. Die haben uns natürlich, ja, Leipzig haben wir, den Sturri. VfB natürlich. Ja. Und die beiden Aufsteiger, St. Pauli und Kiel, auch noch dabei. Ja. Klar. Und sonst natürlich noch Freiburg, Hoffenheim, Bremen und Mainz. Also das alles in dem zweiten Teil unserer großen Saisonvorschau. Dann am Mittwoch für euch. Ja. Und damit würde ich sagen, erste Folge der neuen Staffel ist durch. Ja, wir kommen langsam in Form. Ne? Also auch wir brauchen natürlich immer ein paar Wochen. Wir knüpfen an. Ja, also man muss sagen, wir wurden jetzt nicht komplett rausgebracht von der Pause. Ne? Also die Form ist schon da, darauf kann man aufbauen, Michael Strohmeier. Ja, finde ich auch. Ne? Die Vorbereitung war lang und anstrengend. Ja, klar. Jetzt erstmal wieder in Rhythmus kommen. Die Stimmbänder, die sind noch stark unter Strom. Ich muss auch sagen, ich bin ja auch ein bisschen im Wettbewerbsnachteil. Die Folgen werden aufgenommen an einem Montag und an einem Mittwoch. Wie soll ich da Restalkohol haben? Ne? Ja, richtig. Das ist überhaupt, dass wir erschwerte nüchtern vors Mikrofon bekommen haben, ist auch eine Seltenheit. Das ist eine Wertschätzung gegenüber dem Fußvolk, finde ich. Ja, finde ich auch. Hoffentlich hat's geklappt. Weiß ich nicht. In diesem Sinne, das war Teil 1. Wir sehen und hören uns am Mittwoch. Tschüss. Tschüssi.